Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Heute wird es groß. Yep. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Der Gerard ist da. Yay, endlich. Endlich. Und er hat was Kleines mitgebracht. Ah, ja. Es ist Minas Tirith. Naja, Also ein Teil. In holländischer Stil. Das gibt keine Windmühle und Tulpen, aber das ist meine freie Interpretation. Ne? Du hast vor etwa einem Jahr ungefähr angefangen. Nee. Was du hier siehst, was angemalt ist, das habe ich in Corona-Zeit angefangen. Ja. Aber das habe ich dann zum ersten Mal auf die Taktika letztes Jahr gezeigt. Stimmt, nur der kleine Ring, ne? Ja. Dann habe ich einen riesen Fehler gemacht, weil ich habe zu die Orga-Boys gesagt, nächstes Jahr, wenn ich wieder hier auf dieser Stelle stehen darf, dann baue ich noch einen Ring hinzu. Und die haben gesagt, okay, ist gut. Und da habe ich gedacht, oh Scheiße. Ja. Aber naja, ich habe es gemacht. Ja, und da ist jetzt tatsächlich ein weiterer Ring mit hinzugekommen. Ja. Und den werden wir heute mal so ein bisschen begleiten, denn Gerard ist ein paar Tage hier. Mhm. Und wir sind jetzt zwei Wochen vor der Taktika. Ja. Und hier muss noch einiges gemacht werden. Wir werden euch so ein bisschen festhalten, was hier alles so gemacht ist. Natürlich zeigen wir euch erstmal die komplette Stadt, wie das hier aussieht. Und wir werden tatsächlich heute Abend werden wir noch ein Battle Report darauf drehen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil... Gar nicht. Viel zu groß. Ja, das ist sowieso viel zu groß. Ich glaube, du musst einen Ausschnitt wählen. Einen kleinen Ausschnitt wählen, ja, denke ich auch. Und du siehst, das ist hier viel zu hoch. Ja, das ist sehr, sehr hoch. Also, ja. Von daher, da werden wir auch noch einen Battle Report für euch haben. Der wird dann in den nächsten Wochen auch für euch bereitstehen. Und wir werden euch heute einfach mal so ein bisschen mitnehmen, was hier gemacht werden muss. Gebaut ist alles. Ja, alles ist gebaut. Eigentlich ist jetzt ist es die Bemalung, Weathering, Begrünung vielleicht. Ja. Mal gucken, was wir die kommenden zweieinhalb Tagen so schaffen können. Ja. Und dann muss es auch Schluss sein, weil... Irgendwann ist vorbei, ne? Naja, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Dieses Projekt, das ist ein Liebe-Hass-Verhältnis. Mhm. Ich liebe es, wieder neue Gebäude zu bauen. Ich bin wieder begeistert, was denn da rauskommt, weil ich hatte dann keine Ahnung. Aber man muss auch daran weiterarbeiten, weil das muss fertig sein. Ja. Also, und ich möchte so gerne auch andere Projekte machen. Ja. Also ich bin froh, wenn es alles... Wenn es fertig ist, ja, ne? Ja, absolut. Ja, das glaube ich. Ein Highlight, das werden wir euch dann auch nochmal zeigen. Hier sind über 400 LEDs verbaut. 448 LEDs sind drin. Okay, das werden wir euch dann mal im Dunkeln nochmal präsentieren. Das heißt, hier ist alles beleuchtet. Mhm. Ja. Auch sehr professionell verlegt mit Steckverbindungen und so. Ja, alles cool. Mit vielen Dank an Jens Arnold von Lichtspiel. Der Mann ist wirklich ein Elektronik-Wizard. Okay. Zauberer. Ja, wo ich das gesehen habe, dachte ich so, oh wow, toll, alles mit Steckverbindung, das ist natürlich richtig cool, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie er das schafft. Und er macht das, so wie ich dann die Geschwindigkeit, mit dem ich Gebäude mache, so macht er das mit Elektronik. Ja, okay. Das ist wirklich cool. Profi. Ja. Ja, tatsächlich, da ist er. Ja. Gut, dann werden wir euch jetzt mal ein bisschen ein paar Aufnahmen zeigen. Erstmal zeigen wir euch so einen kleinen Rundgang, was hier alles so passiert. Und dann zeigen wir euch mal, wie wir das Ganze so ein bisschen anmalen und nehmen euch mal Schritt für Schritt so ein bisschen mit. Und hoffentlich werden wir am Ende dieses Videos fertig sein. Oh, ich wünsche mir, dass das wirklich so ist. Also, viel Spaß. Ciao.
Inzwischen ist es, glaube ich, 10:30. 10:30 und wir sind heute angefangen um 10. Ja. So, wir haben Pizza bestellt. Ja. So, wir haben 20 Minuten gegessen, glaube ich. Ja, wir hatten ein bisschen Besuch. Ja, ja, das sind mehrfach. So 1, 2, 3. Ja. Aber weiterhin. Wir haben 2/3. Ja, in 12 Stunden haben wir mehr als 2/3. Ja. Haben wir gemalt. Gemalt, ja. Ja, und das Tolle ist, da brennen jetzt, ja, ich glaube so 150 LEDs im Moment. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Nur die neue Teil ist jetzt angeschlossen. Ja. Das hier noch nicht. Machen wir morgen vielleicht nochmal. Ja. Aber Mensch, das. Heute Morgen habe ich dir mit meinem Handy gefilmt, dass du hier reinlief, ne? Gelaufen bist und das erste Mal das sah. Und also, oh mein Gott, und das war alles noch grau. Ich glaube, wenn Leute jetzt reinlaufen, dann jetzt ist es schon richtig geil. Wir haben jetzt nicht mehr viel. Wir haben jetzt nur noch einen kleinen Straßenteil. Ja, drei Gebäude Straße und ein Mauersegment. Und ja, und das lasst uns dann Zeit, noch was mit Bäume, Sträuche, Begrünung zu tun. Also für morgen ist jetzt der Plan, dass wir bis Mittag eigentlich diesen Teil fertig haben. Ja. Und dann werden wir noch ein bisschen Schatten mit der Airbrush in den Felsen reinziehen. Dann und Begrünung natürlich. Und Begrünung ein bisschen auf den Felsen. Und was wir uns überlegt haben, um noch so ein bisschen Kontrast reinzubringen, vielleicht so 2-3 Bäume in so Pflanzgefäßen. Ja, ja. Und es gibt noch einen bestimmten Teil, da bin ich total unzufrieden. Ach, hier vorne, ne? Ja, ja, das mache ich mal neu. Wir sind einverstanden, wenn die Leute das sehen, dann sehen die das gar nicht, weil da ist zu viel zu sehen. Ja. Das werden die nie sehen. Nein. Aber ich sehe es und deswegen muss das geändert werden. Ja. Hast du schon eine Idee dafür? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Es bleibt eine Unterstützungsmauer. Ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann. Das ist hier. Aber das ist es ist schräg. Es ist es hat kein Volumen, keine Ausstrahlung. Okay. Das muss viel robuster sein. Es kann vielleicht ein Tor werden, dass es am Haus fest gemacht wird. Okay. Das heißt, dass da ein Fenster verschwindet. Egal, das ist das Tolle. Ne? Ja, ja. Aber warte mal, wo sind diese? Oh, wir haben was unterschlagen. Ach Mensch. Das war... Ja, die sind da. Und ja, alle Statuen sind jetzt Kupfer angemalt. Ja, genau. Da sind die. Brunnen mit Wasser gefüllt. Brunnen mit Wasser gefüllt. Ah, und die Geländer hast du fabelhaft angemalt. Ja, ja, es ist einfach geil. Überall diese mega. Flackernde Lichten. Ist das Flackern? Flackern, ja. Flackern. Okay, geil. Ja, und hier hast du so ein kleiner Mini, ne? Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Es ist schon also sehr klein. Ne, klein. Ja, ja, aber es passt. Ja, ja, klar. Ja. Ja, schön. Gut. Das heißt, wir werden jetzt werden wir Feiern machen. Ja, gerne. Und dann werden wir morgen früh weitermachen. Ja, um 10 fangen wir wieder an. Genau, um 10 fangen wir wieder an. Ich glaube, da brauchen wir noch 3 Stunden. Dann ist der Teil erledigt. Dann ist das erledigt und dann fangen wir an. Dann fangen wir mit ein paar schöneren Sachen an. Ja, genau. Aber ich muss sagen, und das ist vielleicht toll, wenn du weißt, dass du so viel machen musst. Mhm. Ich glaube, es ist schlau, dass wir sind mit dem Fels angefangen und wir haben wirklich jeden Teil vom Fels nach vorne gemacht. Das war gut. Da war etwas fertig, könnten wir das gleich anschließen und dann sieht man das wachsen und das motiviert. Das motiviert absolut. Stell dir vor, wir hätten jetzt alles so nacheinander hier stehen gehabt, dann hätten wir jetzt zusammengebaut. Nein, und da waren wir gar nicht so produktiv wahrscheinlich. Mhm, wahrscheinlich nicht. Nee, also, ja, gut. Morgen geht's weiter. Ja. Also, bis morgen. Bis morgen. We'll be right back.
So, zwei Tage Basteln liegen hinter uns. Yep. Und ich glaube, wir sind... Also ich glaube, ja, mehr kann man immer machen. Ja, wenn du sagst, ja, wir sind fertig als in, wir sind müde, glaube ich schon. Ja. Fertig als das Projekt ist jetzt fertig? Nee. Ich meine, wir haben schon, ich habe schon gesagt, ja, wir können, wir sind angefangen vor 2 Stunden oder so mit Begrünung. Ja. Und da kam immer mehr, aber... Ja. Auch wenn ich hier wieder stehe, oh, da kann noch was. Ja, da kann noch bisschen, also ja. Da kann man noch einen ganzen Tag mit Begrünung weitermachen. Ja, ja, dann fehlen noch vielleicht Fahnen und Fässer und... Und Menschen. Kissen. Ja, Menschen auch, ja. Das glaube ich auch so, dass man das noch ein bisschen zum Leben erwecken kann. Ja, ich werde auf jeden Fall für die Taktika ist es jetzt fertig. Ja. Das heißt, da kommen noch, ich habe 4 Trebuchets, die sind auch alle angemalt, die kommen auch da drauf. Ja. Ich habe eine kleine Menge an Herr der Ringe Gondor. Mhm. Ja, ist nicht mein Ding, die Figuren anzumalen, aber ich versuche mal ein bisschen Speedpainting zu machen, dass da irgendwo irgendwas los ist. Aber ja. Ansonsten, ja, klar. Es war mega. Wir sind mega produktiv gewesen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben ja den kompletten Außenring haben wir gemacht. Ja. Alles angemalt. Alle Fenster einzeln reingemacht. Ja. Dann noch so ein paar kleine Sachen wie die Statuen, noch so ein Feuerchen, da die Statuen. Und wir haben noch 3 Bäume in diesem Container gemacht. Die trocknen jetzt, sodass wir die so beliebig nochmal ein bisschen hinstellen können, wenn wir wollen. Wir haben halt hier auch so freie Ecken, wo man die noch gut platzieren kann. Ja, genau. Absolut. Hier, da, also das sind schon ein paar Ecken, wo man die, und dann hat man einfach noch ein bisschen Kontrast einfach drin. Ich glaube, das, allein wenn du hier jetzt noch so fette Wimpel oder hier so, wie nennt sich die Banner? Ja, Banner, ja. Ja. Und auch Fahnen und so, wo Farbe drauf ist, dann glaube ich, sieht das noch krasser aus. Ja, lass mal so sagen, für dieses Jahr ist es gut. Ja. Ja. Weil, und dann, ich habe mir überlegt, weil ich werde wahrscheinlich auch auf Messen die Frage bekommen, baust du noch weiter? Ja. Nein. Es ist schon zu groß. Aber... was die Details angeht, kleine Wagen, wie gesagt, alle Art von Sachen, die man so auf die Straße sieht. Da kann man ganz viel machen. Da kann man ganz viel machen. So, ich kann mir vorstellen, dass ich dann nochmal was mache, aber im Moment ist Schluss. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das ist ja eine ganze Stadt. Ja. Und wir haben quasi eine halbe Stadt in 2 Tagen angemalt. Und ich glaube, wenn man sich jetzt ein Haus nehmen würde und ein Haus pro Tag, könnte man viel mehr machen. Genau. Aber dadurch, dass das halt so viel ist. Aber ich finde so, wenn du so guckst, sieht es einfach geil aus. Also ja. Sieht mega aus. Danke. Ja. Also, falls ihr Bock habt, das auch zu sehen, die Taktika ist jetzt schon vorbei. Ja. Aber ich aktualisiere jetzt mein Facebook-Seite Shifting Lens. Da steht auch, wo ich dann hingehe, und ich muss sagen, die meisten Messen, ich habe vor, und das fängt dann an bei der Taktika, oder wenn ihr das seht, dann ist der Taktika vorbei, und da hat es angefangen, dann kommt das Geländeteil mit, aber der nächste ist der EME in Lingen. Im März, kommt mit, dann kommt die Ad Arma, ziemlich klein, kommt mit. Red Lion Convention? Red Lion, nein, die haben gesagt, die haben nicht genug Platz. Ah, okay. Obwohl, vielleicht, wenn die kommen auch zu Taktika und haben dann vielleicht gesagt, oh, egal was, wir schmeißen einen Händler raus. Und, kann sein. Aber the Skill Model Challenge, in Belgien sind noch 2-3 Messen. Also Crisis wahrscheinlich auch. Im September? Ja. Also ich habe vor einem Jahr das mitzuschleppen. Ja, und da mal gucken. Mal gucken, wie es dann noch aussieht nach einem Jahr transportieren. Ja. Ich werde das auch nicht behalten. Nein. Irgendwann muss das auch wieder raus, weil ich fange nach der Taktika gleich an mit einem neues
Projekt. Mhm. Das haben wir schon besprochen. Ja, und das, aber das lassen wir für später. Ja, ja, ja. Ja. So, ansonsten schaut gerne mal bei Gerhard auf dem Kanal vorbei, ist unten alles verlinkt, Facebook auch verlinkt und ja, wir sehen uns dann auf einer der nächsten Messen. Lingen und Braunschweig sind wir auch mit dabei. Gerne, ja, toll. Und wenn ihr Bock habt, euch das Ganze anzuschauen, dann guckt einfach bei Gerhard auf die Seite und dort findet ihr alle Termine. Ja, das war's zu diesem kleinen Video. Ja, war so ein bisschen, ihr konntet einfach mal so ein bisschen mit zugucken. Ne? Und ja, ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Video. Danke, Gerhard. Ja, danke auch. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Tschüss.